So, ich habe das neue Ulti-Video immer noch nicht gesehen. Und zwar teilweise echt absurde Konsolengerüchte. Diese Ulti-Titel sind viel zu wild, wirklich. Das ist so strong. So einfach, schreibt einfach einen Satz in den Titel. Teilweise echt absurd. Also so teilweise auch so. Teilweise ist auch so ein scheiß Wort für den Titel eigentlich, ne? So, also teilweise sind die echt absurd, so. Aber ich habe schon gesehen, hier, es geht um die Xbox 27. Mehr erkennt man auch eigentlich nicht, ne? Ich habe die ersten 3 Sekunden gesehen, dann ist mir eingefallen, nein, ich streame mit Facecam, ich bin ein Reaction-YouTuber, ich muss jetzt reacten. Ich bin jetzt ab sofort ein Reaction-YouTuber, okay? Yo, Leute, habt ihr Lust auf mein... Aber es ist Ulti, wir müssen aus Prinzip liken. ...na PS5 zu spielen? Bevor eine Videospielkonsole rauskommt, ranken sich teilweise geisteskranke Gerüchte und... Junge, also, wer hat da jemals so eine Leak geglaubt? Oder also war das wirklich so gestreut von wegen so, yo, hier offizielle Artworks und sowas? Warum sollte es so aussehen? Was hätte man davon? Leaks um diese. Wie es aber oft so ist, stellen sich viele Gerüchte... Klassiker. War gut gemacht, muss man sagen. Das war Klassiker. Es sah sehr, sehr gut gemacht aus, ne? Das kennt man von damals. Das war die NX. Das war die Nintendo NX. Die Switch halt, ne? Die NX wurde früher der Codename für die Switch. Von Nintendo sogar offiziell. Ich dachte, das war nur unter Leakern und sowas. So, oder unter Gerüchtestreuern so ein Ding. Aber nee. Tatsächlich hat Nintendo selbst damals noch die NX quasi so genannt. Das habe ich voll vergessen irgendwie. Aber früher, bevor man den Switch-Namen wusste, hieß sie offiziell Nintendo NX. Warum auch immer. Und da ist dieses Bild rumgegangen, so Ende, also Mitte 2016 ungefähr. Und es sah schon echt aus, ne? Also muss man sagen, es sah echt gut gemacht aus und sowas halt, ne? Also es war wahrscheinlich echt irgendwie 3D gedruckt oder sowas, keine Ahnung. Aber halt, warum sollte es so aussehen? Was hätte man davon? Würde ultra scheiße in der Hand liegen, wäre viel zu klein einfach. Ihr seht nicht, das ist ein AUX-Anschluss, ne? 3,5 mm. Also, wie klein ist dieses Ding bitte? Ultra dumm einfach, aber es sieht halt echt aus. Gerüchte im Nachhinein als Fake heraus. Wir schauen uns heute mal zahlreiche Gerüchte um verschiedene... Auch hier viel zu kantig einfach. Ja, den kenne ich nicht, der Nintendo XDS. Ah, das habe ich noch nie gesehen. Gucken, ob diese komplett frei erfunden wurden oder ob nicht eventuell ein Fünkchen Wahrheit an diesen dran ist. Legen wir los. Aber auch sogar ein Trailer hier einfach, ne? Einfach ein ganzer Trailer, der dazu entstanden ist. Ach so, schlecht abgefilmt natürlich, ne? Wieder so schlecht abgefilmt, damit es echter aussieht. Ein Fünkchen Wahrheit an diesen dran ist. Legen wir... Er erklärt es doch. Bro. Du kennst meine Reactions doch. Ich rede immer erst, ich erzähle mal genau das, was in 10 Sekunden sowieso erklärt wird. Los. So. Gaming-Konsolen-Gerüchte sind quasi so alt wie Gaming-Konsolen an sich, damals noch auf dem Pausenhof oder in alten Zeitschriften verbreitet. Schon in den 80ern. Alter, Gaming-Zeitschriften, so, ne? Hatte ich auch nie. Aber es muss auch wild gewesen sein, damit groß geworden zu sein. Dann hat der Atari Mindlink Wellen geschlagen. Ein Stirnband für die damaligen Atari-Konsolen, mit dem man Videospiele mit seinen... Was ist Musk mit seinem... Wie heißt es? Neuralink oder sowas? Also dieser Chip, den man irgendwie ins Gehirn einpflanzen soll oder sowas, ne? Wir haben Atari Mindlink, hä? ...Gedanken steuern konnte. Es sollten Neurosignale vom Gehirn zum Band gesendet werden, die es ermöglichen, Videospiele ohne einen Controller zu spielen. Wäre das nicht voll scheiße? Das wäre doch voll scheiße. Also was hätte man denn davon? Man sitzt einfach nur so da. Ja, es wäre irgendwie, es wäre geil. Es wäre schon geil irgendwo. Aber nee, also es ist doch schon nice, sowas in der Hand zu haben, sowas was Physisches, wo man drücken muss und drehen muss. Und also so ein Controller liegt ja auch geil in der Hand. Das ist ja nicht unbequem, sowas in der Hand zu haben. Also so Knöpfe drehen, das macht doch Spaß. Also warum sollte man das nicht wollen? Einfach so da sitzen. Da kann man auch Filme gucken, hä? Ich meine, ich wollte immer schon Pong spielen, ohne meine Finger zu bewegen. Tatsächlich wurden die Entwicklungsarbeiten an den Mindlink sogar offiziell von Atari bestätigt, was dieses Gerücht als wahr entwickelt. Wann, in den 80ern oder 90ern hat er gesagt, ne? So früh. Wie hätte das denn funktionieren sollen, bitte? Puppt. Erschienen ist das Mindlink aber offiziell nie, weil das Gerät wohl starke Kopfschmerzen bei den Testern auslöste. Was hat Atari da versucht zu kochen? Wesentlich realistischer. Let him cook. Das war ein geiles Meme. Realistischer war da schon das Gerücht des CD-Add-ons für das SNES. CD-ROMs waren in den 90er Jahren das Medium, das immer weiter an Popularität gewonnen hat. Und da das SNES nur über Kartenmodule verfügt hat, war es nicht ab... Ey, Kartenmodule sind cooler. Ich sag's, es ist Kartenmodule, Cartridges sind viel, viel cooler als CDs. Es ist doch so. Sind wir doch mal ehrlich. Schwierig zu denken, dass ein Upgrade herkommen muss. Mittlerweile ist auch klar, dass dies ganz klar eine Sache ist, die tatsächlich stattfinden sollte. Es waren sogar zwei separate Geräte geplant. Einmal das SNES CD-ROM, das Add-on für das SNES, welches CD-ROMs abspielen sollte. Das sieht einfach aus wie ein Drucker. Das hier oben sieht einfach echt aus wie ein Drucker, als ob das ein SNES war. Was zum Fick? Also, war das ein Gerücht oder war es auch so ein Concept-Art von Nintendo? Und die Nintendo PlayStation, ein komplett neues Gerät. Die Nintendo PlayStation, Digga, was ist das denn für ein Name? CDs und Spiele abspielen können. Und nein, dieser Name ist kein Zufall, denn die Firma, mit der Nintendo für dieses Vorhaben partnern wollte, war Sony. Damals ernsthaft jetzt? Nicht selber im Konsolenbusiness tätig. Ich find's voll interessant übrigens immer, dass so wieder voll das Cutter-Nerd-Ding. Aber ich find's voll interessant, dieses Stilmittel von Sean, dass er immer Dings macht. Dass er immer die Schrift quasi negativ macht. Also er hat keine, die Schrift hat keine eigene Farbe, sondern die ist im Prinzip nur negativ zum Hintergrund. Also hier, der Hintergrund ist hier schwarz an der Stelle, deswegen ist die Schrift hier weiß.
Und hier zum Beispiel ist dieses Grau, so grau-beige, und deswegen ist es hier so türkis oder kann auch so hellblau irgendwie. Das ist das Gegenteil davon. Einfach immer genau die gegenteilige Schriftfarbe, die gegenteilige Farbe, damit es quasi so heraussticht. Ist voll interessant. Es kriselte bei den Verhandlungen aber immer weiter zwischen Nintendo und Sony, weshalb aus den Geräten nichts wurde und Sony stattdessen ihr eigenes Gerät auf den Markt brachte. Krass, die Sony Alter. PlayStation. Und ja, der Rest ist Geschichte. Manche würden sogar sagen... Das habe ich noch nie von gehört. Weiß man das irgendwie? Weil es kommt mir gerade voll neu vor einfach. ...sagen, dass Nintendo ihren größten Fehler aller Zeiten gemacht hat, indem sie nicht mit Sony zusammengearbeitet haben, da sie damit indirekt ihren größten Konkurrenten geboren haben. Das kann schon sein. Alter, wenn sich Nintendo und Sony einfach kooperieren würden, ne? So, Sony ist für die Leistung zuständig, Nintendo für die Innovation und für die Spiele teilweise auch. Puh, geisteskrank. Jahre 2015, also knapp 25 Jahre später, sogar ein originaler Prototyp der Nintendo PlayStation gefunden. Er sollte SNES-Spiele abspielen können, aber gleichzeitig auch CDs. Sau interessant. Wenn wir mit der Zeit voranschreiten und langsam aber sicher an das Zeitalter des Internets kommen, werden die Konsolengerüchte und Early-Internet-Gerüchte Leaks immer quatschiger. Ja, nichts ist so Internet wie das Trollface, ohne Scheiß. Scheiß auf Nyan-Cat oder Nyan-Cat, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ne? Oder diese Kack-Banane hier, dieser Standard-Twitch-Emote oder dieses Standard-GIF einfach, ne? Nichts ist so Internet wie das Trollface. Ja. Jeder Typ aus seinem Schlafzimmer könnte prinzipiell irgendwelche Bilder photoshoppen und sie als Beweis aufführen, dass diese Konsole tatsächlich existiert. Ja, und guess what? Genau, das ist auch passiert. Die Xbox 720 war komplett wild in allen möglichen Ausführungen, die es von ihr geben sollte. Das war die Xbox 720. Digga, sie sah aus wie ein Raumschiff. Was soll das denn? Warum sollte eine Konsole so aussehen? Das war die Xbox 720 und das hier, das war gar... garantiert auch die Xbox 720. Fragt mich nicht, wie diese Geräte überhaupt funktionieren. Diese Controller, Bruder, diese Controller. Wer will sowas in der Hand haben? Sind wir außerirdisch oder was? Also, okay, das sehe ich noch hier. Sieht aus wie eine PS Vita oder sowas, ne? Aber was ist das, Digga? Also, ich meine, der Dings, der Gamecube, nicht der Gamecube. Der N64-Controller ist schon dumm. Oder? Der mit dem dritten Ding zwischendrin. Das ist schon dumm, wenn man ehrlich ist. Das ist schon richtig dumm. Aber das war okay, kann man sagen. Ja, die wollten ein bisschen... was Kreatives machen und sowas, in Ordnung. Aber was ist das denn bitte? Einfach so vier Sticks und man kann irgendwie... Meine Cam ist gefreest. Xbox 720. Teilweise sogar große News-Webseiten haben diese Bilder verwendet. Xbox 720 might arrive in 2013. Es gab teilweise echt gut gemachte Trailer zu Xbox 720 mit einem Controller mit 4 Haltern und 10 Knöpfen. Yo, und Tastatur und Kamera. Was zum Fick? Was soll das denn? Hä? Aber wann wurde das denn gemacht? Das sieht ja viel zu gut aus einfach. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als ein riesiges X in mein Wohnzimmer zu stellen. Es mag euch jetzt vielleicht schockieren, aber diese Gerüchte waren alle fake. Die Xbox One, die dann tatsächlich als Xbox 360-Nachfolger rauskam, hätte more basic einfach nicht aussehen können. Das buchstäblich. Ja, das meine ich, gerade so die Konsolen an sich sehen halt immer so langweilig aus, außer wir reden von Nintendo. Deswegen finde ich auch bei Nintendo die Artwork oder die Gerüchte immer am interessantesten, weil halt Nintendo wirklich immer was Abgefucktes macht, so. Wie wird eine Switch 2 aussehen? Switch 2 wird wieder safe, irgendwie so, wo man sich denken wird, Bruder, Nintendo, was habt ihr euch dabei gedacht? Und auf der anderen Seite, ist geil, wird man mal sehen. Oder die machen einfach wirklich so ein Buff für die Switch. Das ist im Prinzip das gleiche System, ist halt dieses Handheld-Dings-Switch so. Ja, Switch, daher kommt der Name, ne? Nach fast 6 Jahren muss ich immer noch sagen, Switch, geisteskrank einfach. Einfach geisteskrank, wirklich. Also, diese Innovation dahinter, ich finde es immer noch so faszinierend, einfach diesen, dass man einfach die wechseln kann, einfach Controller reinstecken und du hast sie einfach in der Hand so, und das ist, ich finde das so genial bis heute, ne? Keine Ahnung, deswegen, ich glaube, die müssen es echt nicht mehr irgendwie krass revolutionieren. Das ist eigentlich echt alles, was man jemals wollte, so, dass man es mitnehmen kann und zu Hause zocken kann und jetzt, glaube ich, echt nur noch Leistung verbessern erstmal und dann halt gucken, ne? Nintendo Switch 3D, Safe Call, nein, ganz sicher nicht. Also, es wäre so dumm, wenn sie es machen würden. Die haben den doch, also, wenn die durch den 3DS nicht gelernt haben, dass dieses 3D-Feature absolut für den Arsch war, dann ist Nintendo einfach mega lost, echt. Deutlich authentischer waren die damaligen Gerüchte genau zur Nintendo Revolution, der damalige Codename für die... Lass mich raten, für die Wii? Ist es für die Wii gewesen? Wahrscheinlich, oder? Konsole, die im Endeffekt die Wii werden sollte. Okay. Es verhärtete sich das Gerücht, dass es sich beim Controller der Konsole über einen noch nie dagewesenen Typen von Controller handeln sollte, ohne Knöpfe und nur mit... Never seen before? Digga, before schreibt man mit F im Englischen. Hä? Touchscreen, Bewegungssensor, Joysticks, Mikrofon und Lautsprecher. Also, Mikrofon gibt es, Lautsprecher gibt es, was noch? Motion Controls gibt es, Joystick, nur mit Nunchuck halt, ne? Touchscreen, nein.
Aber und keine Knöpfe ist auch Bullshit. Tja. Es gab zahlreiche Leaks zur damaligen Zeit, die das bestätigt. Aber die Wii war halt auch krass, muss man sagen. Also sieht halt auch wieder anders aus. Das war so die erste Konsole, glaube ich, die gestanden oder war das die erste, die gestanden hat? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Aber halt der Controller. Also wie geil sind bitte die Wiimotes? Das ist auch so seltsam wieder gewesen, aber hat sehr gut funktioniert, muss man sagen. Taben, es soll sich beim Revolution Controller nicht um einen herkömmlichen handeln. Und ich meine, damit hatten sie auf jeden das Fall recht. Durch diese Annahme aber kamen Fans mit teilweise den wildesten Ideen für Revolution Controllern auf, die ab dem... Ja, aber wie die Wii aussieht, wusste man anscheinend. Also das ist ja die Wii wirklich und das ist auch genau sehr akkurat. Dem Punkt auch einfach nur irgendwas waren. Ähnlich verhält es sich beim Nachfolger, der Wii U. Es wurde relativ schnell durch verschiedene Leaks angenommen, die kenn ich schon dass teilweise. Es sich beim Wii-Nachfolger um eine Konsole handelt, die ein Screen im Controller hat, auch wenn dieses Brett, das wir bekommen haben, dann doch niemand vorhergesehen hat. Project Cafe. Ich finde immer noch, das Gamepad finde ich immer noch nice. Ich mag das Gamepad. Ich mag das einfach immer noch, keine Ahnung, ich hatte damit Spaß gehabt. So, der Akku war halt Katastrophe und es war schon oft unnötig so. Aber an sich fand ich das schon eine coole Idee, dass man so ein klobiges Controller-Ding einfach in der Hand hält und da ist einfach ein Screen drauf. Ich hab's gemocht. Ich hab das Gamepad gemocht, ohne Spaß. Ich weiß, es kriegt so viel Hate. Die Wii U kriegt so viel Hate, aber ich find's nicht ganz verdient. Die hat halt keine Spiele gehabt, okay. Nee, stimmt nicht mal, oder? Ich vergesse ehrlich gesagt immer wieder, was alle so dagegen haben. Doch, es gab schon wenig Spiele auf der Wii U, aber keine Ahnung. Ich finde, die Wii U kriegt zu viel Hate ab, bin ich ehrlich. Was? BOTW gab es auch drauf. Ich weiß, BOTW war ursprünglich für Wii U emuliert. Nicht emuliert. BOTW war ursprünglich für die Wii U entwickelt. Das weiß man ja. Eigentlich ist es ein Switch-Port, wenn man ehrlich ist. Deswegen wird TOTK vielleicht nochmal interessanter in der Hinsicht, weil es ein bisschen mehr für Switch optimiert sein wird. Zufällig richtig unscharf und richtig ranzig abfotografiert wurden. Man muss aber zugeben, so far off waren die Gerüchte gar nicht. Ja, eben. Es kursierten hauptsächlich Bilder von Controllern, die an einen Gamecube-Controller erinnern, nur halt mit einem fetten Screen in der Mitte. Manche Leaks zeigten sogar die Möglichkeit, den Screen... Einfach so ein Tablet, hä? Warum sollte man? ...hochkant zu drehen, beziehungsweise die Knöpfe rausschieben zu können, wie bei der PSP damals. Was wir stattdessen bekommen haben, war ein Klotz mit Knöpfen dran. Mega nice. Spiele. Hä, nein, das war mega nice. Stopp, Ulti, es gibt ein Dislike, so ganz ehrlich, es gibt jetzt ein Dislike dafür. Zu denen es Gerüchte gab, waren by the way Mario Kart Café, Animal Crossing Café und Spiele, zu denen es Gerüchte gab, waren by the way Mario Kart. Warum Mario Kart Café? Warum Café? Sollte die Konsole Café heißen oder was? Hä, was? Art Café, Animal Crossing Café und Pokémon Snap Café. Eine Schande, dass es nie dazu gekommen ist. Die mit Abstand. Aber warum? Warum diese ganzen Café-Sachen? Hä? Woher kommt das denn? Codename für die Wii U war Café? Warum denn Café? Wie kann man denn darauf bitte? Die Zeit der NX. Der Codename für das, was letzten Endes die Switch werden sollte. Legende. Schon Legende. Und ich glaube, das waren echt die geilsten Gerüchte. Muss man sagen, ich glaube, das waren echt die geilsten Gerüchte. Aber auch zu Recht, weil, wie gesagt, Switch, revolutionärste Konsole wahrscheinlich, die wir jemals gekriegt haben. So, also. Zumindest das, was ich miterlebt habe, so, das hat echt alles über den Haufen geschmissen. 2014, also nur knapp ein Jahr, nachdem die Wii U erschienen ist, gab es die Gerüchte zur Nintendo Fusion. Das sollten zwei separate Konsolen ein Jahr schon werden, danach. Die jedoch gleichzeitig erscheinen und miteinander funktionieren. Das Nintendo Fusion Terminal, eine Heimkonsole, und der Nintendo Fusion DS, ein Handheld. Beides angelehnt an die bereits existierenden Wii und 3DS. Revolutionär, wirklich. Auch wenn es letzten Endes nicht das ist, was die Switch wurde, verbindet es gewissermaßen TV-Gaming mit Handheld-Gaming, was ja im Endeffekt schon der gesamte Point der Switch ist. So schön. Ey, ich krieg solche Flashbacks, wenn ich diesen Trailer sehe, ne? Immer noch. Das ist, Alter. Alter, war das schön. War das schön, dieses Reveal der Switch, wirklich. Interessant irgendwie, dass man schon so früh mit diesem Konzept konfrontiert wurde. 2015 ist das Jahr, in dem die wahre Post abging, da Nintendo hier zahlreiche Patente angemeldet hat. Ja, wenn die Patente losgehen, ist mal wild. Beispielsweise ovale Controller mit Touchscreen, was Leute dazu gebracht hat, fake-ovale Controller mit Touchscreen Stimmt. zu verbreiten. Ja, daher kommt das natürlich, ne? Also hier haben wir das Bild nochmal in kompletter Ansicht und sieht, wie gesagt, echt sehr, sehr gut aus. Also wahrscheinlich ist es ein 3D-Render und doch nicht 3D gedruckt, so. Es sieht nach einem 3D-Render aus, wenn ihr mich fragt. Aber die haben ja auch ein Patent dafür angemeldet. Warum, ist die Frage. Touchscreen, was Leute dazu gebracht hat, fake-ovale Controller mit Touchscreen zu verbreiten. Danke, Jesaja, dass dies nicht wirklich der Switch-Controller wurde. Der wurde damals so oft rumgeschickt und ist, glaube ich, der schrecklichste Controller, den ich jemals gesehen habe. Es ist so unbequem, also an den Seiten einfach, ne? Also, hier, an den Seiten. Wie unbequem muss es sein, das in der Hand zu halten? Das ist doch so, was soll das? Aber nicht mal Griffe unten, wie dumm wäre das? Also, ein Smartphone ist schon unbequem in der Hand, so, ne? Weil ist halt nicht dafür optimiert. Ein Smartphone ist dafür optimiert, dass du es in die Hosentasche stecken kannst. Fast. Richtig der so Nintendo dumm einfach. XDS, Leute. Eine Art Nintendo DS, aber mit einem Screen, den man so einklappen kann, dass nur noch einer zu sehen ist. Das einzig coole Feature, das... Okay, also wie hätte das funktionieren sollen, bitte? Ich schwöre, nach 5-mal Klappen wäre der kaputt gegangen einfach. Aber interessant. Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie von gehört. Mit einem Screen, den man so einklappen kann... Aber wie, also, hä?
Wie soll das bitte funktionieren? Der bricht ja einfach kaputt. Kann das nur noch einer zu sehen ist. Na gut. Das einzig coole Feature, das diesem Gerät entstammt, ist der Fakt, dass man diese Konsole mit seinem Fernseher connecten kann und somit die Möglichkeit hat, 3DS-Spiele in groß zu genießen. Abseits davon hat Nintendo es echt schon am schlauesten gemacht, ne? Einfach, du nimmst die Joysticks an der Seite ab, kannst sie selbst sogar noch zusammenstecken. Und ich weiß, unpopular opinion, aber dieses Ding ist geil. Ich liebe es. Ich weiß, es ist nicht so bequem wie der Pro-Controller, aber ohne Scheiß, es liegt nice in der Hand. Ich schwöre, ich habe damals, ich hatte den Pro-Controller am 3. März, am Release-Tag, ja, und dieses Ding hat eine geisteskranke Akkulaufzeit. Es hat eine Akkulaufzeit von 40 Stunden oder sowas, ne, in Betrieb, also richtig, richtig gut. Der von der Wii U hat übrigens 80 Stunden. Keiner weiß, wie das möglich war, aber der von der Wii U hat einfach 80 Stunden. Das ist auch, der stellt jeden PS-Controller und sowas komplett in den Schatten. Aber selbst der von der Switch ist noch sehr, sehr stark mit 40 Stunden. Dieses Ding, ich habe manchmal BOTW gezockt und ich hatte keinen Bock mehr auf den Pro-Controller und ich habe einfach dieses Ding benutzt und es kriegt so viel Hate ab. Jeder sagt, das ist so unbequem in der Hand. Nein, ist es nicht. Es ist geil. Ich habe manchmal mit den Joy-Cons einfach, auch mit den Joy-Cons allein übrigens, so einfach so in der Hand gehalten, BOTW gezockt, weil ich keinen Bock mehr auf den Pro-Controller hatte eine Zeit lang. Aber nicht, weil der schlecht ist oder sowas, sondern einfach, weil ich Abwechslung wollte. Dieses Ding ist nicht schlecht, wirklich nicht. Es kriegt viel zu viel Hate ab. So, muss ich mal kurz das rauslassen hier. Das hat tief gesessen gerade. Trash. Nintendo Cross, ein weiterer NX-Leak aus der Zeit. Man kann mit dem Nintendo Cross seine Videospiele auf sein... Es war ein Tablet. ...Smartphone streamen und dann dort spielen. Oh mein Gott. Ach so, es war wirklich für Smartphone... Bäh! Bäh, wie ekelhaft. Der Nintendo Cross Controller sieht übrigens genauso aus wie der Wii U Pro Controller, nur in schlecht ausgeschnitten und mit Premiere Pro Keyframes rumgedreht. Ist wirklich ein richtig ruppig erstellter Leak und nachdem... Ja, what the fuck, sieht ultra scheiße aus. Sieht nicht mehr dreidimensional, die Knöpfe. ...der Ersteller Hate bekommen hat, hat er einfach Kommentare deaktiviert und in die Beschreibung geschrieben, ich wusste, dass das schlecht gemacht ist. Fick dich. Steh wenigstens zu Nintendo Cross wie ein Mann. Je näher wir an das Switch-Reveal rankamen, desto echter wurden die Gerüchte mit Eurogamer, die von einer Konsole mit abnehmbaren Controllern redeten. Das ist ziemlich... Wann war das? Juni, ne? Ja, 30. Juli 2016. Die Gerüchteküche hat gebrodelt, Alter. Das war die Hochzeit, wirklich. Eurogamer, die von einer Konsole mit abnehmbaren Controllern redeten. Das ist ziemlich akkurat, auch wenn die Details natürlich noch nicht stimmen haben, die im Grunde wirklich das gesamte Konzept... Vor allem sogar mit diesem Standfuß hinten dran, ne? ...Konzept der Switch vorhergesagt. Ändert natürlich trotzdem nichts daran, dass der letzte... Oh, der Mario Odyssey-Trailer, wo man das erste Mal Mario Odyssey gesehen hat und auch alle ausgerastet sind, ne? ...die Reveal der Switch eine heftige Ankündigung war. Diese ganzen Gerüchte, die man zu sehen bekommt, mögen am Anfang zwar sehr abwegig wirken, aber man sieht, dass an ihnen durchaus was dran sein kann. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja irgendwann unsere Xbox 720. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie wird wahrscheinlich sterben. Kann man einfach mal so sagen, würde ich sagen. Danke für den Support. Ulti, Ehrenmann.